Sorry, Leute. Irgendein Fehler. Neues Spiel. Ever Und Smile. Set in the realm of joy, the people of Ever Smile are plagued only by aching facial muscles and not anthrax as we had hoped. Ever Smile is a disgusting land of good humor and polite frivolity. Leider so ein bisschen in Englisch. Spiel ist halt schon etwas älter und die Version, die man halt über GOG bekommt, ist leider in Englisch. Wie man sieht, ich habe mir bereits, muss ich mal die Tastatur umlegen, bereits die Wände nach unten geschraubt, damit man hier ein besseres Bild hat. Und zu Beginn natürlich die erste Mission. Easy peasy. Und die Texte hier sind ja auch Gott sei Dank in Deutsch. Hervorragend. Nun baut das Gold im Osten ab. Machen wir. Und können uns auch in einen Imp natürlich hineinversetzen. Dann bauen wir das mal ein bisschen schneller ab hier. Da ist die Maus allerdings invertiert. Das ist etwas, was mich immer etwas stört. Wir können hier auch unterschiedliche Fähigkeiten auswählen. Die zweite ist zum Angreifen gedacht. So, und wir haben uns jetzt hier durchgegraben und einen, ja, Wasserflecken gefunden. Generell, wer in den Teilen eigentlich am schnellsten graben will, gräbt selber. Und lässt das nicht die Minions machen. Schuckuck. Links sieht man unter dem Imp-Bild einen Namen. Da hat jeder Imp sogar seinen eigenen Namen. Finde ich ganz süß. So, Gold schnell abgemacht und wieder raus. Die Goldklumpen auf unseren Gebieten kann ich jetzt auch zusammenziehen. Wie gehabt und einfach bei uns in die Schatzkammer packen. Dann geht das schneller vor. So, und jetzt brauchen wir ein Versteck, damit natürlich Kreaturen unseren Dungeon bevölkern. Und damit diese auch einen Schlafplatz haben, bauen wir doch mal ein bisschen was da aus. So. Und grabt jetzt den Tunnel. Und schon geschehen. Jetzt müssen meine Kreaturen natürlich das Ding noch schön für sich einnehmen. Dann baue ich hier mal noch ein klein bisschen größeres Gebiet. Ah, da sind sie. Okay. Die Imps verstärken natürlich auch unsere Festungsmauern. Ihr seht jetzt hier beispielsweise, ist noch nichts. Das kann leicht kaputtgeschlagen werden. Das hier dauert ein bisschen länger. Das sind schöne, nette Mauern. Und da sehen wir unser erstes Monster. Eine Fliege. Nett. Und die können wir uns natürlich auch versetzen. So. Und die hat auch ein sehr verschwommenes Bild, das es sehen kann. Und hier sehen wir, das gesamte Gebiet hier ist eigentlich nicht weiter tragisch. So. Ein Käfer kam als zweite Kreatur in unseren Dungeon. Brauchen die natürlich auch ein schönes zum Futtern. Da gibt's dann natürlich auch Hühnchen. So. Imps verstärken die Wände. Und die kosten uns hier in dem Spiel Gold. Natürlich kostet uns alles hier wieder Gold. Wir sehen hier nochmal Chicken. Und, nee, das war Flucht. Verschwinden sie. Kann hier die Kamera drehen. So. Da ist das erste Hühnchen. Bei der Hühnerfarm im zweiten Teil muss man ja ein bestimmtes Gebiet abstecken, damit überhaupt Hühnchen geworfen werden können. Das ist hier ein bisschen anders. Warum ich das da unten jetzt gegraben habe, weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt auf ein Event warten. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, gar kein Gold mehr. Das erste Level natürlich wieder etwas kurz gehalten. Ah, ich finde aber nicht
Komm, dann graben wir uns doch selbst einfach mal durch. Und gehen auf die Suche nach unseren Feinden. Ah, oh, jetzt haben wir schon 4 Käfer. 2 nette Fliegen. Da, genau, Eindringlinge. Da haben wir sie ja schon. Irgendwo. Da. So, verzieht euch. Meine lieben Imps, sonst seid ihr dran. Da können wir noch ein großes Kartengebiet abstecken. So, wir sind jetzt an unserer Festung angelangt. Soll ich gucken, dass ich meine Monster... Okay, die ergreifen schon an. Ach, gute Wenn. Gut leid. So, die Fliege mal gerettet. Und die Insekten noch hinzugefügt. Da kann ich sie ebenfalls rausholen. Durchaus. Ja, sehr schön. Gegner hinterlassen natürlich ein paar Goldklumpen. Und irgendwo... Hier greift uns bereits der Nächste gleich an. Oder hier? Ah, da unten ist er. Er gräbt sich jetzt komplett rum, weil er nichts findet. Dann gehen wir ihm doch mal entgegen. Maximal 3 können an einer Wandseite arbeiten. Kann man sich merken für irgendwelche Goldabbau. Orgien. Ah, da ist er gleich. Da ist er gleich. Attacking. Der kleine Zwerg hat leider keinerlei Chance. Your minions are winning a battle. Sehr schön. Kostet euren ersten Sieg aus, solange ihr könnt. Ihr habt euch den Zorn des Landesherrn zugezogen. Seine Leute werden bald hier sein. Sehr schön. Mission complete. Wie kommt man jetzt ins zweite Level? Neues Gebiet entdeckt. Kampf. Ritter ist... Ah, genau. Der Ritter ist angekommen. Der ganz böse Bube. Da gehen wir doch mal mitkämpfen. Ritter, stirb! In ins Mistvieh. Immer wenn er rot aufleuchtet, dann kann man auch... Auch angegriffen. So. Das hat jetzt lange gedauert, wir haben aber den Realm jetzt erobert. Und eure Arbeit hier ist getan. Es gibt jetzt keinen mehr, der euch noch davon abhalten könnte, dieses widerliche Land zu vernichten und euer eigenes Reich in das benachbarte Territorium rüberzugehen. Benutzt die Leertaste, um zum nächsten Königreich zu kommen. Wunderbar, jetzt sehen wir hier, jetzt Siege, bla, wird alles durchgescrollt. Viel zu schnell, als dass man es lesen könnte. The region is, thanks to your unstinting efforts, now a major eyesore. Wunderbar. Und jetzt sehen wir hier den Score, den wir erreicht haben. Lassen wir mal leer, obwohl, muss was schreiben. Dann Brichak. So, ihr seht, es ist devastated. Und wir sehen uns hier gleich in Episode 2 wieder. Ah, jetzt nicht spoilern.